Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonys Garage. Freunde, heute zeige ich euch mal, wie wir die Gummi Anti-Rutsch, ja, wie nennt man die? Ich zeige euch das einfach mal, ja. Schaut mal. Diese Anti-Rutsch Gummi von den Pedalen, wie nennt man die denn? Ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Hier fehlt komplett eins. Da kommt ein neuer dran und der ist auch schon sehr, oh, der fällt schon fast ab, schaut mal. Ihr müsst die von der Ecke hier einfach rausziehen. Die sind nur drüber geschippt, schaut mal. Der ist auch schon abgenutzt. Warum wechseln wir die? Erstens ist hier keine dran. Zweitens, Freunde, es ist ganz wichtig, es ist TÜV-relevant. Ich habe auch schon zwei, schaut mal hier, zwei neue besorgt. Warum sind die TÜV-relevant? Weil das Anti-Rutsch-Plastik ist. Ohne, wenn das hier nicht drauf ist, dann sagt der TÜV-Prüfer, nee, lass die dran machen und komm mal wieder. Ne? Also ganz wichtig. Und da die eine schon sehr extrem abgenutzt ist, ist die Müll. Und hier fehlt sowieso eine, also habe ich mir zwei neue besorgt. Wie kommen die dran? Das ist ganz einfach, Freunde. Schaut mal, wenn er die umdreht, ne? Seht ihr das? Guck mal. Das Gummi, was überlappt. Und hier kommt das schön drauf. Schaut mal, hier kommt es schön drauf. Und dann gucken wir nur hinten. Dann gucken wir nur hier hinten, dass das Gummi auch schön vernünftig, beziehungsweise das die Bremse oder die Kupplung, Pedale, vernünftig da drinnen sitzen. Ne? Ja, die kriegt man ganz kleine, für kleines Geld im Netz. Ich habe mir jetzt auch die Originalteile gekauft. So. Dann setzen wir die erstmal hier oben rein, Freunde. Als erstes, warte, ich drehe euch mal. So, als erstes verliert die Geduld nicht. Ne? Es ist natürlich eine Fummelarbeit, aber ihr schafft es auf jeden Fall, Freunde. Ich glaube fest an euch. Dann wollen wir mal loslegen. Versuchen wir unser Glück. So, fangen wir mal. So, schaut mal, Freunde. Wenn wir den so ein bisschen unterdrücken, ja, das ist, wie gesagt, das ist natürlich eine Fummelarbeit, oder? Wir machen das mal von unten. Wir gehen erstmal hier unten rein, schaut mal, wir gehen erstmal hier unten rein und dann versuchen wir mal, dass wir die irgendwie da schön fest reinkriegen. So. So, wie gesagt, Freunde, das ist, ne? So, welche Teile sind TÜV-relevant, wie schon vorhin erwähnt. Habt ihr die nicht dran oder sind so extrem kaputt, sagt der TÜV-Prüfer, Nachkontrolle. Ne? Ich glaube auch nicht, dass der TÜV-Prüfer sagt, nee, geht schon klar. So. Freunde, ich versuche euch mal abzulegen. Aber ja, ablegen ist auch schlecht. Könnt ihr das so sehen? Egal, geht nicht anders. Müssen wir so versuchen. So, hier hinten mit Finger fühlen. So, da ist drin. Die andere Seite. So. Gucken wir mal. So. Hier hinten ist der Rand da drüber. Auf der linken Seite, wo meine Hand ist. Hier oben. Da, hier oben ist er auch drüber. Und hier unten. So, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, weil eine andere Möglichkeit, euch das zu zeigen, habe ich irgendwie leider nicht. So, jetzt haben wir die Seite wieder. So. So, Freunde, so ist er vernünftig dran. Jetzt machen wir den anderen noch dran. So.
Schaut mal. Und versuchen wir mal erstmal oben irgendwie. So. So. Wie gesagt, Freunde, verliert echt nicht die Geduld bei sowas. Ne? Das ist ein bisschen doof, aber muss ja gemacht werden. Schauen wir mal. Hier oben. So, da haben wir es auch dran. Ah, der ging ja jetzt flott. So, ist fest, kommt nichts raus. Kontrollieren wir, ja, super. So, das ging ja ruckzuck, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist das alte. Der ist müllreif. So. Hopp, einmal drehen. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, ging das eigentlich flott. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass das echt so flott geht. Hat mir ein bisschen schwerer vorgestellt mit einer Hand, aber hat geklappt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen und euch ein paar Infos drüber geben. Die Teile sind TÜV-relevant, vergisst das nicht. Wenn ihr keine drauf habt, fahrt nicht zum TÜV, spart euch das, macht die erst drauf und dann zum TÜV fahren. Ne? Ja. Über Kommentare sowie Abos würde ich mich freuen. Sage vielen, vielen Dank. Seid gespannt, Freunde. Es kommen noch sehr, sehr viele Videos über diesen Safira B, über der Familienkutsche. Sage bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Rupp.